Die Aufgabe, die in diesem Video bearbeitet wird, behandelt die Themen kritische Temperatur und Zustandsdiagramme. In der Aufgabe ist die kritische Temperatur von Methan von 190,7 Kelvin sowie der kritische Druck von 4,63 MPa gegeben. In der ersten Teilaufgabe soll das PVM und das BT-Diagramm von Methan skizziert werden. Der kritische Punkt und der Trippelpunkt sowie zweiphasige Bereiche sind zu markieren. Dazu zunächst ein Blick auf das Phasendiagramm eines Einkomponentensystems. Im Phasendiagramm ist die Zustandsgleichung P ist eine Funktion von Vm und T grafisch aufgetragen. Wenn man nun das PV-Diagramm erstellen möchte, schneidet man das Diagramm senkrecht der T-Achse. In diesem Fall entlang der kritischen Temperatur, hier dargestellt durch eine gepunktete Linie. Dann kann man folgendes skizzieren. Der kritische Punkt ist gelb markiert und der zweiphasige Bereich von flüssig- und gasförmiger Phase grau. Um nun als nächstes das PT-Diagramm zu skizzieren, wird das Phasendiagramm senkrecht zur VM-Achse geschnitten. Wieder dargestellt durch eine gepunktete Linie. Dann kann folgendes PT-Diagramm skizziert werden. In dem Trippelpunkt, hier rot markiert, liegen alle drei Phasen vor. Der kritische Punkt ist lila markiert. Bei Drücken und Temperaturen über dem kritischen Punkt kann gasförmige und flüssige Phase nicht mehr unterschieden werden. In der grünen Sublimationsdruckkurve sind die Zustände beschrieben, bei denen festen und gasförmige Phase beide existent sind. Die gelbe Dampfdrucklinie beschreibt die Zustände, in denen gasförmige und flüssige Phase existieren, und die hier blaue Schmelzdrucklinie beschreibt die Zustände, in denen flüssige und feste Phase existieren. In der zweiten Teilaufgabe soll nun in beide Diagramme eine isotherme Kompression von gasförmigem Methan zu flüssigem Methan eingezeichnet werden. Zunächst beide Diagramme. Im PVM-Diagramm verläuft eine isotherme Kompression unterhalb der kritischen Temperatur entlang des orangenen Pfeils. An der kritischen Temperatur entlang des roten Pfeils und oberhalb der kritischen Temperatur entlang des dunkelroten Pfeils. Im PV-Diagramm verläuft eine isotherme Kompression von gasförmigem Methan zu flüssigem Methan entlang des orangenen Pfeils. In der dritten Teilaufgabe sollen nun die van der Waals'schen Konstanten berechnet werden, gekennzeichnet durch A und B, wobei A ein Maß für die Wechselwirkung ist und B ein Maß für das Eigenvolumen der Teilchen. A und B ergeben sich aus den drei Gleichungen, die sich aus der Ableitung der van der Waals'schen Gleichung am kritischen Punkt ergeben. Die ersten beiden Gleichungen werden nach A umgestellt und gleichgesetzt. Man erhält folgende Gleichung. Pc mal 27b² ist gleich Tc mal 27br durch 8. 27b kürzen sich raus. Die Gleichung wird durch Pc geteilt und man erhält b ist gleich Tc mal r durch 8 mal Pc. Nun setzt man den kritischen Druck und die kritische Temperatur ein. Der kritische Druck beträgt 4,63 MPa. Das entspricht 4,63 × 10^6 Newton pro Quadratmeter. Die kritische Temperatur 190,7 Kelvin. B ist gleich 190,7 Kelvin mal der Gaskonstante R, die 8,314 beträgt, Newton mal Meter mal Quadratmeter, geteilt durch 8 mal 4,63 × 10^6 Newton mal Kelvin mal Mol. Die Einheiten kürzen sich raus. Und B beträgt 4,28 × 10^-5 Kubikmeter pro Mol.
Nun a auszurechnen, wird das eben berechnete b und der kritische Druck in die dritte nach a umgestellte Gleichung eingesetzt. pc mal 27b² ist gleich a. a ist gleich 4,63 mal 10 hoch 6 Newton mal 27 mal 4,28 mal 10 hoch minus 5 zum Quadrat Meter hoch 6 durch Meter Quadrat mal Mol. Die Einheiten treffen sich und a beträgt 0,23 Newton mal Meter hoch 4 durch Mol Quadrat. In der vierten Teilaufgabe soll nun die Dichte von Methan bei Normalbedingungen und am kritischen Punkt errechnet werden. Das Volumen bei Normalbedingungen 1 Bar und 278 Kelvin beträgt 24,788 Liter pro Mol. Die molare Masse von Methan ist 16 Gramm pro Mol. Die Dichte bei Normalbedingungen errechnet sich auf den Quotienten von Molmasse und Molvolumen. Also 16 Gramm geteilt durch 24,77 Liter pro Mol. Daraus berechnet sich eine Dichte von 0,65 Gramm pro Liter. Für die Dichte am kritischen Punkt wird zunächst das Volumen am kritischen Punkt mit der Formel Vmc ist gleich 3b berechnet. Vmc ist gleich 3 mal 4,28 mal 10 hoch minus 5 Meter hoch 3 durch Mol. Vmc ist gleich 1,284 mal 10 hoch minus 4 Meter hoch 3 durch Mol. Das entspricht 0,1284 Liter pro Mol. Die Dichte berechnet sich wieder aus der Molmasse und dem Volumen am kritischen Punkt. Also ist die Dichte am kritischen Punkt 16 Gramm pro Mol durch 0,128 Liter pro Mol. Die Dichte am kritischen Punkt beträgt 124,61 Gramm pro Liter. In der fünften Teilaufgabe soll der Radius des Methanmoleküls abgeschätzt werden. Die Beziehung zwischen Molekülradius und dem Chorvolumen B eines Atoms lautet B mal N durch A ist gleich 1/2 mal 4 Drittel mal Pi mal 2r hoch 3. Umgestellt nach dem Radius lautet die Formel: die dritte Wurzel aus b mal n mal 2 mal 3 durch a mal 4pi, das Ganze geteilt durch 2 gleich r, wobei a die Avogadro-Konstante ist. Nun werden b mit 4,28 mal 10 hoch minus 3 Kubikmeter pro Mol, n mit 1 Mol und a mit 6,022 mal 10 hoch 23 eingesetzt. Der Radius beträgt nun 1,61 mal 10 hoch minus 10 Meter. Das entspricht ungefähr 0,16 Nanometer.